Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, ich melde mich vom Bösche Gewinnkontor. Sie hatten ein Schreiben gehabt vom Bösche, da hatten Sie angerufen. Da ging es um ein Überraschungsgeschenk im Wert von über 300 Euro. Und zwar ist das jetzt die Reise, die Sie gewonnen haben. Die ist im Wert von 398 Euro für zwei Personen. Die geht nach Lübeck, Hamburg, das alte Land. Und da bekommen Sie die Unterlagen unverbindlich zugeschickt, ja? Wen wollten Sie denn bitte sprechen, junge Frau? Jemand im Haushalt hatte angerufen bei uns. Ich weiß nicht, wer das war. Waren Sie das selber? Bei Bösch hatten Sie angerufen. Ich wüsste Ich jetzt weiß nicht, nicht. wer das zu Hause war. Warte, ich frage mal meinen Opa. Hallo? Ja, hatten Sie bei uns angerufen bei Bösche Gewinnkontor? Ja? Ja, weil Sie hatten ja ein Schreiben gehabt, ne? Aha. Ja, und das ist jetzt die Reise, die Sie gewonnen haben. Das bekommen Sie dann zugeschickt, ja? Ja, wann denn? In 2 Wochen bekommen Sie die Unterlagen unverbindlich. Aber wenn das unverbindlich ist, dann habe ich ja nichts gewonnen. Nein, unverbindlich heißt, dass Sie die Reise nicht antreten müssen, sondern wenn Sie möchten, das freiwillig. Das bedeutet unverbindlich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Reise bekommen Sie zugeschickt in 2 Wochen, ja? Ja, das ist Ich brauche sehr einmal Ihren Vor freundlich von Ihnen. ich brauche einmal Ihren Vor- und Familiennamen, damit ich die Unterlagen zusenden kann. Ja, Hans. Ja. Maulwurf. Die Postleitzahl? Ja, das ist 76534. Hm, die Straße? Ja, das ist ja die Telefonziegestraße. Ja. 94. 94. Wie heißt die Straße? Nochmal? Telefonziege Straße. Was ist das für ein Ort? Welcher Ort ist das? Das ist ja in Otterdam. Sagen Sie mir nochmal die Postleitzahl. 76534. Aber das zeigt bei mir nicht an. Da Was kommt denn? Baden-Baden raus bei mir. Ja, das ist ja ein Ortsteil von Baden-Baden. Telefon. Heißt das nicht alte Ziegelei? Nee, ne? Nein, Telefon, wie das Telefon. Und dann ein neues Wort, Ziege, wie der Ziegenbock. Und dann Straße, abgekürzt mit Siegfried Theodor Richard. Ja, ich weiß nicht, das zeigt irgendwie nicht an, aber ich würde das jetzt so eintragen. Ja, ich weiß nicht. Ich trage das einfach mal so ein. Dann sind Sie geboren für die Volljährigkeit. Ja, 8. Mai 47. 47, okay. Dürfen wir Sie denn zukünftig über attraktive Bösche Angebote informieren? Böse Angebote? Bösche. Was ist das? Bösche ist die staatliche Lotterieeinnahme. Von Angela Merkel? Bösche, ich weiß nicht, kennen Sie Enkel SKL? Mein Enkel? Warten Sie, ich gebe Ihnen den SKL wieder. oder NKL. Hallo? Also ich glaube, Ihr Opa versteht mich ein bisschen falsch. Sie Meine wollten mich Frage war, sprechen? nee, ich wollte Sie eigentlich nicht sprechen, aber er Ha? hat mir einfach das Telefon jetzt gegeben. Okay. Meine Frage ist, wenn wir Angebote haben bei uns, darf man Sie dann informieren in der Zukunft? Wie bitte? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Wenn wir Angebote haben, Ja, was möchten Sie mir denn anbieten? ob man sie informieren darf in der Zukunft, nicht jetzt. Ja, aber worüber denn? Mir ist ja. Vom Wünschen. Das ist so, wenn wir Verlosungen haben oder so. Verlosungen oder Reisen Ach haben. so, was wird denn gerade verlost bei Ihnen? Nee, in der Zukunft, nicht jetzt. Darf man sie informieren? Ja, wann denn? Ich kann das auch per Telefon machen. Ich bin ja nicht immer zu Hause, ne? Ja, dann man kann ja gucken, man kann es ausprobieren. Ich frage das einfach per Telefon mal so ein, ja? Ja. Weil ihre Telefonnummer haben wir ja jetzt. Okay. Ja, die haben Dann Sie schicke ja. ich in die Ra Ist denn Okay, dann die. schicke ich in die. Können wir noch mal, dass Sie die Adresse auch richtig aufgeschrieben haben? Können wir das noch mal abgleichen, dass das auch Ja, dann sagen Sie mir ankommt? nochmal die Straße, aber die Straße ist auf jeden Fall Was falsch, haben Sie zeigt denn bei mir da an. aufgeschrieben? Telefonziege, wie Sie das gesagt haben, aber das stimmt nicht.
Ja, da fehlt ja noch Straße dahinter. Ja, das habe ich auch, aber trotzdem zeigt das nicht an. Können Sie das einmal buchstabieren? Da ist bestimmt nur ein Schreibfehler drin. Das ist kein Schreibfehler. Telefon, wie man das hört, Ziegel, wie man es hört, und die Straße, Abkürzung, STHR. Nee, da ist kein H dabei bei Straße. STR. Ach so. Ha Siegfried haben Sie Theodoricher. denn, haben Sie denn auch die 78 dahinter geschrieben? Sie haben eben 94 gesagt. Nee, das ist ja das Geburtsjahr von meinem Enkelsohn. Geburtstag von Ihrem Enkelsohn? Hallo? Ich glaube, mein Großvater bekommt das nicht hin. Wo ist das Problem? Was denn? Sagen Sie mir die Straße da. Sie wissen doch die Straße, oder nicht? Nochmal, was soll ich machen? Die Straße. Unsere Adresse. Ja. Ja, Telefon Ziegenstraße 94. Also 94 oder 98, Sie müssen schon entscheiden. Ich weiß jetzt Ich nicht, weiß doch, wo ich wohne. ja, aber Ihr Opa sagt dann 94 und dann sagt er mal 78. Der Mann ist dement, was erwarten Sie? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich kann ja den Schell sehen, ne? Warum nicht? Können Sie denn gut Deutsch? Also verstehen Sie denn, worum es gerade geht? Was soll denn diese Ich rassistische will das dann Scheiße wissen. jetzt, Alter? Was soll das? Gib mir deinen Chef dabei. So lass ich nicht mit Bitte? mir reden. Verstehen Sie mich denn gut? Ich hab gesagt, Ich gib muss mir Ihr deinen Anschluss Chef, Alter. Ich einschätzen. lass mich doch hier nicht rassistisch beleidigen von dir. Welche rassistisch? Wovon sprechen Sie denn? Wir sprechen ganz normal. Dann sagst du zu mir, kannst du Deutsch? Ja, Was dann muss soll ich ja das? fragen, weil wenn Sie es nicht verstehen, dann muss ich, weil ich mich ja wiederholen Man muss. hört doch auch raus, dass du auch kein Muttersprachler bist. Was fragst du mich, ob ich Deutsch kann, verdammt? Mutter. Ist wieder irgend so ein Entschuldigung, Callcenter aus die Istanbul, was da Straße, wir anruft. haben doch. Falsch ist, wir sind aus Hamburg, Ja, ne? ist klar. Weil wir von Sie sprechen. Aber verstehen Sie denn, worum es geht? Weil Sie hätten ja selber Ja, natürlich. angerufen, am Ich habe gar nirgends 14.06. angerufen. Jemand im Haushalt, ne? Ja, der Hey, sonst Opa wissen wir immer wahrscheinlich. nicht, ne? Aber irgendwas hat Ja, er okay, das ist gewonnen. doch kein Problem, Aber aber was, wenn du die kannst du nicht Straße. die scheiß Straße aufschreiben, musst du mich nicht Hallo. rassistisch beleidigen, Sie verdammt. müssen auch anständig mit uns reden, bevor Wer Sie hat hier Scheiße machen, ne? angefangen mit ob ich Deutsch sprechen kann? Hallo. Sie hören gar nicht hin, was man Ihnen sagt, ne? Doch, ich höre immer zu. Die Straße, okay. Wenn Sie mich verstanden haben, ist ja gut. Ich muss in die Straße eintragen, damit er die Unterlagen Ja, bekommen dann kann. mach es Wir doch reisen. endlich. Wir Ja, reden aber seit die Straße 8 Minuten ist über falsch. die Ich Adresse. kann mich ja nicht entscheiden, wo Sie. Ich weiß ja nicht, wo Sie wohnen. Telefon Ziegenstraße 94. Was ist das für ein Ort? Baden-Baden, Ortsteil Otterdam. Okay. Ich trage das Zeug zwar bei mir nicht an, ich weiß nicht warum, im System ist das eigentlich anzeigen, aber ich trage das einfach so ein. Das ist hier Dann bekommen Sie Neubaugebiet. die Vielleicht ist Unterlagen. das deswegen. Vielleicht ist der Computer zu alt. Das ist Ja, hier das kann auch sein. gebaut worden vor 2 Jahren. Kann sein, ich weiß es. Ich trage das einfach mal so ein. Ich schicke einfach die Reiseunterlagen zu und wenn Sie Fragen haben zu der Reise, können Sie beim Reiseveranstalter dann Was anrufen, ne? hat Opa denn jetzt gewonnen? Die Reise. Wohin? Die geht's nach Lübeck, Hamburg und das alte Land. Ins alte Land, also nach Ostpreußen. Das ist im Osten, ja. Ah, Sind drei Orte, darf man Hamburg ist keinen Ort Ostdeutschland, auswählen. okay. Ja, ist doch klasse, ich freue mich, vielen Dank. So, das bekommen Sie, aber wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mir da nochmal an, ja? Wo denn? Beim Reiseveranstalter. Und das wäre wer? Das sehe ich im System nicht. Das sehen Sie dann, wenn Sie die Unterlagen haben. Das ist ja klasse. Aber was gibt's denn zu essen? Ich Bitte? hab gefragt, was es zu essen gibt. Ich habe doch die Bäckertüte gehört. Bäckertüte. Keine Ahnung, das hat sich angehört wie so eine Brötchentüte vom Bäcker. Das wäre ja schön, aber ich habe hier sowas nicht. Warum nicht? Das ist Meinen doch Sie das? keine Sehen Sie artgerechte das Haltung. hier? Das war gar kein Problem, aber davon ist jetzt nicht die Rede. Unser Thema ist ja was anderes, ne? Was ist was anderes? Okay. Sie bekommen, unser Thema ist ja nicht unser Bäckertüte. Warum nicht? Wir können doch auch mal über was Schönes sprechen, oder nicht? Reise ist ja auch was Schönes, oder nicht? Ja klar, kommst du mit? Gehen wir zusammen einen Urlaub machen. Dankeschön, das mache ich mit meinem Mann. So, der muss das ja nicht wissen. Das ist auch was, ja, das stimmt. Ja, es ist ein Grund, aber kein Hindernis. Komm, Istova, du Das ist nett. wolltest doch immer schon mal ein Europa-Wochenende in Paris mit einem Russen erleben. Gib's zu. Nein, nein, danke schön. Was soll denn sowas? Guck mal, ich wusste doch, das ist die Bäckertüte. Du hast den Inhalt schon im Mund und bist halb am Ersticken da. Pass auf dich. Nein, ich hab nichts da. Wie kommen Sie Doch, da ich will drauf? auch, gib mir ein Stück von deinem Croissant. Ich hab hier nichts. Ich Warum hab's Ihnen nicht? geschenkt. Oh, Wir das gehen ist. rüber, ja? Ja, schick mir, wie Nach heißt du bei Baden-Baden. Instagram? Da kannst du mir ein Foto schicken von deinem Baguette. Alles gut.
Sie bekommen jetzt die Unterlagen zugeschickt, ja? Ja, das habe ich verstanden. Achso, die Telefonnummer habe ich ja hier von Ihnen. Wenn wir Angebot haben, da werden Sie dann benachrichtigt. Wir machen das per Telefon dann. Was für ein Angebot? Angebote haben, dann machen wir das per Telefon. Ja, ja? Aber was für Angebote? Vom Bildschirm. Weiß ich immer noch nicht, was das ist. Was gibt's da? Pferde, nee. Äpfel, Katzen, Meerschweinchen? Das ist eine Staatslotterie. Eine was? Eine Strafkolonie? Staatslotterie. Ist das da, wo die immer die Kriegsgefangenen hinschicken? Staatslotterie, wissen Sie, was das ist? Nee. Kennen was Sie ist die das? Oder die NKL? Ist das hier nicht Kennen die. Sie die NKL nicht? Ist doch die Partei von Angela Merkel, oder nicht? Kennen Sie die NKL nicht? Norddeutsch, Klassenrat oder die Süddeutsche? Ist das hier diese Fernsehsender oder was? Das ist eine Lotterie. Weiß nicht, was das ist. Okay, dann schicke ich Ihnen Unterlagen zu. Ich bedanke mich, ja? Wofür? Oh, Scheiße, die war ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Leck mich am Arsch, ey, geil.